we are all humans, but we all look different. We are like a sculpture. That's why I like it. Das kann eine Quittung von einem Hotel sein oder es kann Leonardo DiCaprio sein. Das ist alles, ist es es wert, von Isa Genzken einmal gesehen und einmal verewigt zu werden? Isa Genzkens Werk kann man zusammenfassen als unvorhersehbar, faszinierend, spielerisch, rätselhaft und immer einladend. Obwohl es trotzdem, finde ich, wenn man genau guckt, irgendwie auch einen roten Faden da gibt. Dass es da um Räume geht zum Beispiel, dass es da immer nicht um eine Sache nur geht, dass es immer für zwei Sachen oder mehrere Sachen geht gleichzeitig, die man immer verschiedenseitig betrachten kann. Also eine sehr komplexe Haltung eigentlich auch. Isa Genzken ist eine Künstlerin, die sich mit der Moderne auseinandersetzt, aber so radikal immer neue Wege beschreitet und neue Materialien ausprobiert, immer sich wieder so verwundbar macht, so verletzlich macht, weil sie wieder ganz neue Formen einbringt in ihr Werk, dass sie eigentlich dadurch die Definition von Zeitgenossenschaft ist. Man guckt auf die Moderne, setzt sich damit auseinander und interessanterweise definiert sie als eine ungeheuer einflussreiche Künstlerin auch die Kunst, die kommen wird. Isa Genzkens Atelier, wenn man reinkommt, wird man begrüßt von dem Albrecht Dürer-Poster an der Eingangstür. Und überall im Atelier befinden sich Spuren von ihrer Kommunikation mit ihren Freunden. Sie hat sehr viele Künstlerfreunde auch vor allem. Was mich beeindruckt, ist auch ihre Kleidung. Sie hat eine große Liebe für Fashion und immer ganz besonders großartig und selbstbewusst gekleidet. Sie arbeitet sich an der Moderne, sie arbeitet sich am Minimalismus, an der Konzeptkunst ab. Sie arbeitet sich aber auch an Pop- und Populärkultur ab. Und ich glaube, dass dieses in alle Richtungen sich vortasten und sehr, sehr radikale neue Formen zu finden, etwas ist, was Isa Genzken sehr einzigartig macht. Isa Genzkens Werk, da geht es immer um Körper und Verkörperung. Körper in dem Sinne, dass ihre Skulpturen sind oft den menschlichen Maßen angeglichen. Zum Beispiel haben wir Stelen oder Säulen, die beginnen eigentlich immer erst ab Körperhöhe oder höher. Wir haben in der Ausstellung auch Schaufensterpuppen, die sind dieses menschliche Ideal, wie Kinder, Frauen, Mann, aber die haben oft solche fluiden Körper und perfekten Körper, dass man kaum den Unterschied sieht zwischen den Geschlechtern. Verkörperung in dem Sinne, dass sie Zeitgenossenschaft abbilden, dass sie gesellschaftsrelevante Themen beinhalten und auch soziale Ideologien sowie einfach alltägliches Leben illustrieren. Und sie scheut nicht zurück, nicht nur die Pop-Art, sondern auch Populärkultur mit ins Bild zu bringen, mit zu verewigen in gewisser Weise. Es ist sehr Collage, sehr Assemblage, aber es ist auch eigentlich das Auge, was wandert. Es ist das Auge, was ganz viel abscannt, aber manchmal auf etwas zielt und innehält und dann wie ein Screenshot macht. Also sie ist wirklich eine Künstlerin, die alles mit inkludiert, um dann aber doch auf das Einzelne zu vereinzeln und zu fokussieren. Was ich sehr schön finde, es gibt dieses Zitat, "We are all humans, but we all look different." Wenn man das auf die Arbeit bezeichnet, dann sind die Figuren Gruppen. Das sieht man bei den Schauspielern, sieht man das natürlich sehr deutlich. Aber man sieht es auch bei den Betonskulpturen oder anderen Werkgruppen, dass es eigentlich wie Individuen einer Gruppe, einer Familie, einer Gruppierung von Ähnlichen sind. Und dieses Differenz und Wiederholung, dieses Ausformulieren des Besonderen, des Einzelnen, des Alleinstellenden, ist für mich immer wieder etwas, wie Isa Genzken eine Form findet und jede Skulptur für sich, auch wenn da Parallelen sind in den Strategien, auch wenn es viel um Senden und Empfangen, um Wahrnehmen, um Innen und Außen, um Öffnen, um Reinlassen, Rausschauen, wenn es um diese Dinge geht, geht es dann auch immer um was ganz Individuelles. Die Skulpturen für mich sind fast so individuell, dass sie alle extrem verletzlich erscheinen, selbst wenn sie monumental groß sind.
Das erste Selbstbildnis, was ich in ihrem Werk sehe, ist der Titel Mein Gehirn. Das ist von 1982. Und das ist so ein kleines, wirklich die Größe ihres Gehirns aus Gips. Und darauf ist eine Antenne, wo sie das genau definiert, was sie und ihr Umfeld immer macht, nämlich Senden und Empfangen. Und dieses Senden und Empfangen ist in ihrem Werk auch ein ständiger Begleiter. Isa Genskin erlaubt oft sehr spezifische Assoziationen. Also sie lädt eigentlich den Besucher ein, viel mehr, als wenn es jetzt wirklich um Konzeptkunst oder Minimalismus geht, eigentlich wirklich zu assoziieren in einen fast persönlich anekdotischen, narrativen, fast eine Geschichten erzählendes Ebene, die sie öffnet. Und das sperrt viele der Kunst, die sie sicher auch als Einfluss hatte, sperrt sich dagegen. Aber sie ist da sehr mutig und öffnet das. Und ich glaube, dass sie uns einlädt zu assoziieren, ist etwas, was ihre Kunst auch so stark und so persönlich macht. Wir sehen Isa Genskin jetzt und hier, weil sie dieses Jahr 75 Jahre alt wird, sich immer gewünscht hat, in der Neuen Nationalgalerie, dem Gebäude von Mies van der Rohe, auszustellen. Wenn man sich überlegt, die Spannung von innen und außen, dem Monumentalen, dem Intimen, man überlegt, dass sie oft sagt, jeder Mensch braucht ein Fenster, und der Mies van der Rohe Bau ist eigentlich ein riesiges Fenster. Es ist eine kongeniale, sich mit der Moderne, mit der Architektur, aber auch mit dem Körperlichen auseinandersetzende Ausstellung. Es setzt die Arbeit von Isa Genskin frei, und es wird eine ganz besondere Art und Weise geben, sich dieser Arbeit zu nähern. Everything you do is a kind of self-portrait, I think. Mm-hmm. Including Nefertiti? Yeah.